meine Lieben, willkommen zu dieser neuen Top-Liste. Wir haben natürlich jetzt den nächsten Schritt, denn wir haben schon uns um einige Tiere gekümmert, Reittiere und so weiter, um Hunde und um Katzen. Und selbstverständlich sind dann jetzt als nächstes auch dann nach den Fischen jetzt die Hühner dran. Eigentlich dann natürlich so das viertwichtigste Tier, und ich habe diese Top-Liste schon lange im Sinn gehabt. Ich wollte die schon jahrelang machen. Das ist absolut nicht spontan aus einer Idee aus dem Discord-Chat entstanden. Und deshalb steigen wir einmal direkt ein mit Platz 10 mit dieser super ernsten und sehr langen Top-Liste. Auf Platz 10 haben wir Colonel Pluck aus Donkey Kong Country Returns. Das ist dieses dumme Huhn, was da in diesem Roboter sitzt. Also es ist ja ursprünglich, ist er ja einfach nur am Stampfen gewesen und wollte da so ein bisschen rumstampfen. Und dann hat ihr natürlich dieses Tiki-Taka wieder übernommen und dann musstest du auf einmal gegen ihn kämpfen. Und ich habe ihn gehasst, Alter. Er hat mich zu Weißglut getrieben. Er ist an sich eigentlich so gar nicht schwer. Er hat ja ein sehr vorausschaubares Muster und ich bin trotzdem endlos oft gestorben bei diesem blöden Kackhuhn. In Monkey Island 3 gibt es auch Hühner und ich finde diese Hühner so witzig. Zum einen sehen die so süß aus und die haben immer dieses coole Geräusch, was ich sofort im Kopf hatte. Bock, 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 bock. Aber vor allem gibt es natürlich das Intro. Das ist eines meiner liebsten Intros überhaupt aus Monkey Island 3. Und dann siehst du ja dieses Huhn auf dem Krug mit Grog, was da so vorbeisegelt. Und dann hörst du dieses bock, bock, bock. Ich liebe diesen Sound und ein sehr cooles Huhn. In Super Mario Odyssey gibt es natürlich auch einen Huhn, und zwar diesen Boss, das ist der Endboss praktisch aus dem Schlemmerland. Und du begegnest ihn ja praktisch in zweier Weise, oh, ich sag schon wieder so oft praktisch, ne? Da ist ja dieser erste Bosskampf, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der erste Bosskampf ist. Also es gibt einen Bosskampf, wo du ganz normal gegen ihn kämpfst, wo du dann ja in Feuer verwandelt bist und dann auf seiner komischen Welle, die er immer spuckt, auf ihn rumreitest. Und dann gibt es noch diese kleine Bossbegegnung, wo du in seiner Suppe da rumkriegst und wo du selbst dieses riesige Stück Fleisch bist. Ich habe mich weggeschmissen, als ich das gesehen habe. Also es ist schon super kreativ und super witzig gemacht, dieser blöde Huhn-Boss aus Super Mario Odyssey. In Street Fighter 2 gab es auch einen Huhn. Und zwar hat man jahrelang gar nicht so richtig bemerkt, dass da im Hintergrund von der Chun-Li Stage gerade jemand das Huhn erwürgt. Weil das ist da in dem Land, aber der erwürgt das und will das jetzt wahrscheinlich gleich zur Suppe machen. Und warum ich das so interessant finde, ist, dass mir das zum einen ist mir das als Kind immer aufgefallen. Ich habe immer gedacht, boah, ist das brutal. Und habe immer versucht, dass mein Bruder das nicht mitbekommt, weil ich nicht wollte, dass er irgendwie sieht, dass da hinten ein Tier gefehlt wird. Und dann wurde das natürlich später in irgendwelchen neueren Fassungen, wurde das tatsächlich zensiert, sodass er auf einmal dieses Huhn nicht mehr wirkt. Und das finde ich schon wieder so unglaublich bizarr, dass sie sogar sowas anfangen zu zensieren. Aber gut, in Secret of Mana gibt es auch einen Huhn, und zwar mal wieder einen Boss, mal wieder einen Huhn-Gegner. Der ist noch recht am Anfang des Spiels, der ist sogar noch vor Undine, bevor du deinen Wasserzauber bekommst. Er ist aber sehr anfällig gegen den Zauber von Gnome und das solltest du auch benutzen, denn ansonsten ist dieses blöde Huhn echt nervig. Er war ein recht schwieriger Boss, jedenfalls war er für mich damals recht schwer, weil er auch so komische Angriffe macht. Er ist so, weiß ich nicht, ganz komisch einfach gegen ihn zu kämpfen. Er ist noch nicht so schwer wie der Tiger später, aber ich fand dieses blöde große Feuerhuhn schon echt verdammt nervig. Auf Platz 5 haben wir Jungglut. Und warum jetzt gerade Jungglut? Das ist ja die mittlere Entwicklung dieser drei Hühner. Nun, ich fand, das letzte ist ja schon wieder ein Hahn. Sind Hähne auch Hühner? Ja, okay, irgendwie schon. Aber ich finde gerade Jungglut fand ich so unglaublich gut designt. Ich fand, dass gerade diese mittlere Stage sah so perfekt aus, so perfekt gestaltet. Es sah tatsächlich aus wie ein Feuerhuhn. Und ich fand gerade dann die Entwicklung von Flemly von der ersten, ich fand das so cool. Es sah schon so richtig schön stark aus auf Level 16. Und das war natürlich mein Start an der dritten Generation. Und deshalb finde ich Jungglut sehr, sehr cool. Dann haben wir da natürlich sehr offensichtlich die Mohrhühner. Da habe ich ja gerade erst einen Nostalgie-Alarm drüber gemacht. Und da ich natürlich sehr viel Nostalgie mit diesen Hühnern verbinde und sehr gerne an meine alte Zeit mit dem PC zurückdenke, wo ich dann öfter mal diese Hühner abgeschossen habe, wo man versucht hat, die Highscores zu machen und immer wieder diese Hühner abgeballert hat. Irgendwie kommen die Hühner in diesem Video nicht so gut weg. Ne? Die werden erwürgt, die werden erschossen. Mal gucken, was sonst noch so mit denen passiert. In Hearthstone gibt es auch ein Huhn, und zwar ist es das wilde Huhn. Und was diese Karte so interessant macht, ist, dass es eine Rare ist für eine 1-Mana 1-1. Aber was macht die so interessant? Nun, sie hat Enrage plus 5 Angriff. Das heißt, wenn diese Kreatur Schaden bekommt, dann steigt ihr Angriff um 5 Punkte. Was nun recht sinnlos ist, weil sie nur ein Leben hat. Aber wenn du es natürlich schaffst, dieses Huhn zu buffen oder das Leben zu erhöhen und dann Schaden auf diese Kreatur zu kriegen, dann kann sie eigentlich recht schnell recht mächtig werden. Es kann sehr simpel anfangen. Du bekommst dieses Huhn durch
irgendwelche Umstände, erhöhst dein Leben und dann bekommst du eigentlich ziemlich easy einen Schaden drauf und zack, bekommt das Ding 5 Angriffe dazu. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, in meinem Wildtier-Hunter dieses Huhn zu benutzen, um das Wildtier-Huhn entweder auf der Hand zu buffen oder direkt im Spiel. Und ich habe dieses verdutzte Gesicht meiner Gegner vor Augen, wenn sie tatsächlich durch ein enragedes, riesiges, wildes Huhn getötet wurden. Auf Platz 2 haben wir das Gummihuhn. Wir haben schon wieder Monkey Island dabei. Aber es ist hier nicht Monkey Island 3, sondern es sind die Klassiker. Monkey Island 1 und Monkey Island 2. Es ist hier tatsächlich so ein kleiner Running Gag in der Monkey Island 3. Das Gummihuhn taucht immer irgendwie so als Cameo-Auftritt in der Monkey Island 3 auf. Und hier ist es ja so, dass Guybrush Threepwood dieses Gummihuhn findet. Und natürlich erst nichts auf dieses Gummihuhn gibt. Du selber gibst auch nichts auf dieses Gummihuhn. Das ist einfach nur total bescheuert und total bekloppt. Aber dann stellt sich heraus, dass dieses Item tatsächlich irgendwie wichtig werden könnte. Es hat in jedem dieser ersten beiden Monkey Island Spiele immer eine ganz wichtige Rolle. Was einem natürlich sofort einfällt, ist, dass du das über das Seil legen kannst, um über diese riesige Schlucht zu gleiten. Anders findest du da keine Möglichkeit rüber. Und es ist einfach immer wieder super witzig zu sehen, wie sie sich Ideen einfallen lassen. Dieses blöde, dumme Gummihuhn. Teilweise wird sogar als Waffe irgendwie benutzt. Herrlich, super geiler Gag. Und natürlich haben wir auf Platz 1 das Huhn aus The Legend of Zelda. Das ist das erste Huhn, an das ich irgendwie sofort denken musste. Gut, es gibt nicht ein spezifisches Huhn, aber gerade diese Hühner aus der Zelda-Reihe, die sind doch sehr berüchtigt dafür. Jeder kennt diese Sache mit dem Huhn, dass wenn du dieses Huhn zu oft haust, dann greifen dich ganz, ganz viele Hühner und Hähne an. Und es ist so witzig, als das erste Mal passiert ist, könnt ihr euch noch euren eigenen Gesichtsausdruck, stellt euch mal euer eigenes Gesicht vor, als ihr damals zum allerersten Mal, als ihr Zelda gespielt habt, dieses Huhn gehauen habt und euch gedacht habt, hö, ist das witzig, und dann werdet ihr auf einmal von den Hühnern angegriffen und im besten Fall sogar noch getötet. In Ocarina of Time gibt es natürlich auch in Kakariko diese coole Quest, dass du immer wieder die Hühner suchen musstest, auch das hat irgendwie jedes Mal Spaß gemacht. An jedem Zelda-Spiel ist das erste, als du einen Huhn gesehen hast, dass du erstmal probiert hast, ob es diese Möglichkeit mit den Hühnerattacken immer noch gibt. Und ja, es ging immer. Und jetzt in Breath of the Wild ist es ja sogar so, dass du es schaffen konntest, dass die Hühner deine Gegner angegriffen haben. Und es gibt tatsächlich natürlich Videos, die einen goldenen und einen silbernen Leuen mit Hühnern getötet haben. Und ich kann nicht aufhören, darüber zu lachen. Ich finde das so unglaublich witzig. Nicht nur, dass sie selbst in dem Breath of the Wild Spiel das mit den Hühnern wieder eingebracht haben, aber dass man dann tatsächlich so weit gehen kann, dass die Gegner, wenn sie die Hühner hauen, von den Hühnern angegriffen werden, es ist zum Schießen. Diese Hühner aus The Legend of Zelda sind einfach legendär und ein absolut klarer Platz 1. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure liebsten Hühner aus Videospielen sind. Welche Hühner sind euch sofort eingefallen? Welche Tiere wollt ihr als nächstes sehen? Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss, haut rein!